Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Last Light in der Redux-Version. Ja, und durch die Hauptstory sind wir in der letzten Folge durchgekommen. Der Kampf um die 6, ein sehr spannender Kampf auf jeden Fall. Aber die Hauptstory hätten wir jetzt mal durch und jetzt geht's in die DLC-Missionen. Und von denen gibt's auch einige, wie wir hier sehen können. Da gibt's den schweren Soldat, Chartringer, Scharfschützenteam und so weiter und so fort, bis hinunter bis zu Anna. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal oben an in dem Fraktionspaket, dem ersten erschienenen DLC, und zwar der schwere Soldat. Wir schlüpfen in diesen DLCs immer wieder in andere Körper. Also wir sind nicht mehr der Atjom, der hier versucht, die Metro wieder zu vereinen, sondern wir schlüpfen jetzt diesmal im schweren Soldaten in den Körper eines Mitglieds des Reichs. Und wir sind an der Front. Halte die vorrückenden Truppen der roten Linie auf, das ist unser Ziel. Das heißt, wir wechseln jetzt mal die Seiten. Waren ja in der Kampagne in der Metro Last Light auch mal in Gefangenschaft vom Reich und wechseln jetzt mal die Seite auf Seiten des Reichs und kämpfen dort mit einem schweren Soldaten, mit einem schwer ausgerüsteten Soldaten des Reichs direkt an der Front, und zwar wieder gegen die rote Linie. Und was wir da so erleben werden, das sehen wir heute in dieser Folge. Ich bin schon mal gespannt, was uns da erwarten wird in diesen DLC-Missionen, vor allem wie lange diese Missionen gehen werden, aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und groß drum rum. Wir starten einfach mal rein in die erste DLC-Mission, der schwere Soldat auf Seiten des Reichs. Und wir wollen... Was wollen wir denn machen? Überleben? Munition, Filter? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben Überleben genommen. Auch im normalen Modus. Überleben Hardcore. Ich glaube, das war's. Empfohlen für Erfahrene. Das hier schon wieder mit Hart und der Oberfläche. Empfohlen Hardcore, sei schon. Überleben Hardcore. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die ich auch ausgewählt habe im normalen Spielmodus. Und da muss man sagen, die Kämpfe waren schwer, aber Sachen haben wir trotzdem genügend gefunden. So. Alle bisherigen Spielfortschritte gehen dann verloren. Ja, ich habe hier eh noch nicht angefangen. Das können wir ruhig starten. Wir müssen uns auf einen großen Krieg vorbereiten. Den letzten Krieg. Und er wird mit unserem Triumph enden. Die gepanzerte Faust der Legionen des Reichs wird unsere Feinde herausfordern. Und wenn die Schakale D6 nicht aufgeben, dann werden wir es mit Gewalt nehmen. Lang lebe das Reich! Oh, also wir sind schon direkt im Kampf, so wie sich das hier anhört. Eine Kampfesrede. Na, gucken wir mal. Auf geht's! Endlich! Halt dich an deinem Hut fest! Die Sturzdross! Hoi. Ach du Scheiße! Wir sind direkt an der Front! Was ist denn hier los? Brücke verteidigen! Wenn die uns gegen das Tor drängen, dann sind wir erledigt. Abwehr, nutzen Sie das Tor, damit Sie keinen Platz einer Feuerlinie aufzubauen. Und die kommen hier in Massen, das ist ja unglaublich. Ach du Scheiße, wir erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Wir haben nämlich schon ziemlich viel Gesundheit verloren. Und das Reich verliert hier auch Truppen ohne Ende. Guck dir das mal an. Eine Leiche neben der anderen. Alter Falter. Alter Falter, was für eine Schlacht! Schon wieder kommunistische Mutante! Haben wir denn irgendwelche Granaten vielleicht mit oder sowas? 10 Stück, sehr schön. Boah, alter Falter. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen zurücklehnen, habe ich das Gefühl. Denn so geht das nix. Ach du Scheiße, da geht's ab. Kommunistische Mutanten. Und die sehen tatsächlich ein bisschen komisch aus mit diesen roten leuchtenden Augen. Okay, Granate, komm, wir hauen mal eine Granate rein da. Anders wird das wohl nix.
Alter Falter, durch eine Granate erledigt. Also das ist schon ein mördermäßiger Kampf hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo wir uns hinstellen sollen, weil direkt an der Front ist auch nicht unbedingt die beste Idee. Ich schieß mal hier eine Granate rein. Boah, aber guck mal einen an. Was ist denn da drüben eigentlich los? Warum sind die so schnell? Guck dir das mal an, wie die da drüben rasen. Wo laufen die denn hin? Und mit was für einer Geschwindigkeit vor allem? Siehst du das? Was macht ihr denn da drüben? Okay, irgendwo sind Scharfschützen unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht mal eine neue Waffe nehmen sollten. Wie zum Beispiel die hier. Das ist eine Maschinenkanone. Ich habe so eine schon mal bei einem Angriff gesehen. Sache, man muss sie in Schwung bringen und nach einem Schuss noch einmal. Tja, Windelrevolver siegt, was die pure Feuerkraft anbelangt. Aber kommt man bei gepanzerten Zügen durch. Okay, wir haben also das mördermäßige MG eingetauscht gegen eine Schienenkanone, gegen die derzeitige Waffe hier. Und da können wir mal gucken, wen wir da erledigen können. Aber was ist denn mit den Leuten da drüben los? Wieso sind die so schnell unterwegs? Ist das ein Sniper da hinten eigentlich oder ist das nur ein Licht, das leuchtet? Da ist der Sniper. Das soll nicht, ob wir den getroffen haben oder nicht, oder wie wir das Ganze hier aufladen sollten. Eieieiei, aber da geht's schon ordentlich ab hier. Okay, wir haben noch die andere Waffe dabei. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt gerade. Ja, der ist weg. Durch Elektrostöße erledigt. Oi. Okay. Da geht's wirklich ab an dieser Front hier. Ach so, ich dachte, unsere Waffe ist Schienenkanone, aber da ist was anderes, eine Schienenkanone. Oh, hoppla. Okay, da kommen wir gar nicht nach hinten. So, ich weiß nicht, ob wir den jetzt erledigt haben. Ich denke schon. Ich hoffe, du redest mit mir, mein lieber Freund. Denn ich bemühe mich hier gerade und wie. Alter Falter, aber das ist tatsächlich nicht leicht, das Ganze hier. Sache, man muss sie in Schwung bringen und nach einem Schuss noch einmal. Tja, dein Windelrevolver siegt, was die pure Feuerkraft anbelangt. Aber mit der Schiene kann kommt man beim Panzerverziehen durch. Das ist definitiv alles andere als leicht hier. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich mich positionieren soll, weil halt immer wieder Raketen kommen können. Ist da schon einer? Weg ist er. Hilfe!
ich lade mal das Ding hier nach. Eieiei, und da drüben sind immer noch die ganz Flotten unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was da drüben abgeht, rechts von uns. Warum die alle so schnell sind. Eieiei, aber nicht zu lange nach oben blicken, dann haben wir ein Problem. So, ich kümmere mich mal nur um die Sniper da hinten. Das hier ist, glaube ich, auch ein Bug, dass der da auftaucht. Der sollte da bestimmt auch noch nicht sein. Wir können ja mal mit einer Granate probieren, irgendwas zu erledigen. Eieieiei. Boah, Alter. Okay, da ist ein Sniper auch noch da oben. So, und jetzt kann's losgehen. Wir haben Granaten mit dabei. Boah! Alter, das ist aber wirklich hier mördermäßig. Also das ist tatsächlich mördermäßig. Ich weiß gar nicht, ob wir da was erreichen können. Weil ich habe das Gefühl, die Granate prallt da einfach nur ab bei denen. Eieieiei. Okay, wir brauchen erstmal Medizin. Anders wird da gar nichts werden. Eieieiei. Wir brauchen Medizin, sonst... Das ist eine Mission, ich sag's euch, Freunde. So. Und dann machen wir das ganz langsam. So, wo ist der da oben? Der muss ja auch noch irgendwo sitzen. Oder ist der weg? Ja, da sind sie schon. Sind sie schon wieder. All die Grünen. Sind die Sniper? Gar nicht, ob ich die getroffen habe da drüben. Die Schilde kommen an, das ist kein Problem, aber die Sniper sind das Problem. Eieieiei, die Sniper sind das wahre Problem. Das ist das Einzige, auf das wir uns konzentrieren sollten. Die Schilde sind easy, da müssen wir ein paar Mal reinballern und wir haben die schon erledigt. Aber die Sniper sind das wahre Problem da hinten, um die müssen wir uns kümmern. Ach du Scheiße. So, der ist weg. So, wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Nein, das gibt's nicht. Ich wollte gerade in Deckung gehen.
Alter Freunde, also bitte nicht böse sein, dass ich hier tatsächlich gerade sehr oft sterbe, aber das ist wirklich eine harte Mission. Also das hat mit D6 hier schon überhaupt nichts mehr zu tun. Das war ein Kampf, der war auch schwierig und der war auch hart und da sind wir auch einige Male gestorben. Aber das hier toppt wirklich gerade jeden Kampf, den wir, glaube ich, bis jetzt in der Metro-Reihe, inklusive auch dem Vorgängertitel Metro 2033 gesehen haben. Das ist wirklich krass. Also holla die Waldfee, hier muss man sich schon ordentlich ins Zeug legen. Wir spielen natürlich auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Aber das ist schon mal eine Sache hier. Ich kann nur sagen, wow. Hier mitnehmen, bevor wir gleich wieder verrecken. So, wo sind die nächsten Sniperinos? Na komm, zeig dich doch. Sobald wir rausschauen, sind wir auch schon wieder hier. Das gibt's ja nicht. Wie schieße ich denn meine Granaten hier? Also zu lange Zeit dürfen wir uns auch nicht lassen, weil die dann irgendwann mal vorrücken. Also das ist wirklich eine krasse Mission, Freunde. Das ist wirklich eine krasse Mission. So, habe ich schon wieder keine Munition mehr. Also weißt du schon, das hier. Hallo, wieso kann ich nicht schießen? Ich kann nicht schießen gerade mit dem MG. Warum kann ich nicht schießen? Was ist denn hier los? Hallo. Ich will mit dem MG schießen. Ich lade es mal nach. Alter, die haben hier fast 1000 Schuss. So, komm. Jetzt geht's wieder. Und wieder zurück. Wir haben 2 Schilder ausgelöscht. Und sobald die Raketen kommen, ist es beendet. Wir haben also gerade mal eine Minute oder so Zeit, um uns hier den Weg freizuschießen. Alles andere geht nicht mehr. Ihr seht's ja selber. Irgendwann ist Ende im Gelände. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt mal nicht auf die Sniper da drüben, sondern nur die, die auf dieser Seite stehen. Und auf die... Boah, alter Falter, das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja wirklich ein unglaublicher Kampf hier.
nicht, ob er denen überhaupt irgendwie einen Schaden machen. Die halten auf jeden Fall genügend aus. So viel ist schon mal klar. Ich glaube, sie können aber gerade nicht wirklich vorrücken. Weil wir ordentlich draufhalten diesmal. So wie es sein soll. Eieieiei. Da war ich wieder zu lange an der Oberfläche. Das ist nicht möglich. Das ist so nicht möglich. Das ist so nicht möglich. Wie sollen wir das lösen? Das gibt's ja nicht. Mit Granaten, wenn wir uns vielleicht den Weg freischießen? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich, 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 wirklich krass. Und ich kann manchmal nicht schießen. Ich drücke gerade voll auf die Taste, aber ich kann nicht schießen. Jetzt funktioniert es wieder. So, und jetzt vielleicht mal eine Granate. Mal gucken, ob das einen Sinn hat. Hui, Speicherpunkt, na Gott sei Dank. Da du unser Experte für schwere Waffen bist, musst du das einfach merken. Kannst du den Fall der Fälle mitgenommen, da ich selbst mit einem Gewehr besser bedient bin. Tja, eine Entscheidung. Hans, da du unser Experte für schwere Waffen bist, musst du das einfach merken. Okay, ja, warte mal ganz kurz, ich bin jetzt der Experte fürs Sterben, habe ich das Gefühl. Immerhin, es gab mal einen Speicherpunkt, da bin ich schon mal sehr zufrieden. Ja. Hans, da du unser Experte für schwere Waffen bist, musst du das machen. Hab ich nur für den Fall der Fälle. Tja, deine Entscheidung. Boah, Alter, das bringt nichts. Guck mal einer an, da stehen Sniper ohne Ende. Die muss ich erstmal wegballern, bevor ich mir diese andere Waffe nehme von dem hier. Hans, da du unser Experte für schwere Waffen bist, musst du das einfach merken. Mhm. Hab ich nur für den Fall der Fälle mitgenommen, da ich selbst mit einem Gewehr besser bedient bin. Na, ich komm schon, keine Angst. Hans, da du unser Experte für was macht dann jetzt? Okay, irgendwie ist das ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Na, dann gib's mal her, der den Scheiß. Du brauchst mit der Mund nicht zu sparen. Also verpass ihnen etwas in der Richtung geschossen. Vergiss nur nicht, dass diese Kraft. Huh! Also, jag uns nicht alle in die Luft.
Hui! Na, das ist mal eine Waffe! Da holen wir uns gleich mal ein bisschen Nachschub. Hallöchen, ein Mini-Granatenwerfer. Was zum Teufel ist das? Oh je. Wir haben Panzer hinter der Bahnsteig. Schieß auf den Wagen! Ja, geht zur Gefühl, das bringt dir noch gar nichts, so auf den Magen zu schießen. Mal gucken, ob wir mit der Sniper vielleicht irgendjemanden entdecken können dort drüben. Damit ein bisschen Glück abschießen. Ei. Und Ende im Gelände. Wie wir den dort drüben erledigen sollen, das ist mir ein großes Rätsel. Achso, habe ja keine Muni mehr. Hoppla. So, und jetzt kommt der Panzer da drüben raus. Ich versuch's, mein Lieber, ich versuch's. Aber das ist alles andere als einfach. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, dass ich mit der Waffe hier schieße. Ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig. Weil sich genau nichts dort drüben tut. Es tut sich genau nichts. Wir schießen und schießen und schießen und der Panzer fährt einfach fröhlich weiter durch die Gegend. Aber mit welcher anderen Waffe soll man denn schießen? Das ist die Frage. Mit dem hier wird es wohl nicht viel bringen. Und ich glaube, hier runter werde ich nicht können. Vielleicht mit dem fetten MG einfach draufballern. Ich habe keine Ahnung. Weil eine andere Waffe haben wir hier nicht mehr. Das ist einfach nur ein Versuch, irgendwie was richtig zu machen. Das kann nicht stimmen, das kann unmöglich stimmen. So, ich habe meine Waffen mal alle durchgetestet. Jetzt gleich werden wir nämlich die Sniper in die Hand nehmen und dann sollten wir herausfinden, mit welcher Waffe wir hier klarkommen.
Eieieiei, vielleicht müssen wir mit dieser komischen Sniper irgendwie jemanden wegballern oder sowas, der auf dem Panzer draufsteht. Guck das mal an. Und ich kann jetzt schon wieder nicht schießen, komischerweise. Guck mal, ich drücke mir auf die Maustaste und es geht nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann mit der Sniper nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? Ich kann mit der Sniper nicht schießen, hallo. Ich kann nicht schießen, guck mal. Ich drücke auf die Maustaste, es geht nicht. Also ihr seht das natürlich nicht. Aber ich kann nicht schießen. Was ist denn da los? Hab gedacht, das wäre unser Ende. Wieso? Was ist denn da los? Das ist ein bisschen ein Buggy-Level, habe ich das Gefühl. Hin und wieder ist mir dieser Bug auch untergekommen im normalen Spielmodus schon. Was zum Teufel ist das? Aber wo soll man denn da hinschießen? Na, guck dir mal an, wie der auf uns draufballert. Oi. Achso, geht schon wieder nicht. Toll. Ich kann nicht schießen. Ich kann mit der Sniper nicht schießen. Ich weiß nicht, was da los ist. Guck mal. Ich drücke die Maustaste. Ich kann nicht schießen. Verstehe ich nicht. Ist mir irgendwie ein Rätsel, wie wir diesen Panzer dort erledigen sollen. Ich würde fast sogar sagen, ich mache kurz mal einen Schnitt. Ich schaue mal an, wie wir den Panzer erledigen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Denn es hat ja keinen Sinn, hier immer wieder auf den Panzer zu schießen. Und es passiert einfach nichts. Wir haben drei Sachen zur Auswahl. Drei Waffen. Einmal die Sniper, einmal das fette MG und einmal diesen Mini-Granatenwerfer. Mit allen drei Sachen funktioniert es irgendwie nicht. Es kann natürlich sein, dass wir wieder auf die Räder schießen müssen. Aber auch das habe ich schon mal getan. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal anschauen. Und wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Schnitt. Ja, weiter geht's nach einem kurzen Schnitt. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, wie man diesen Panzer hier erledigen kann und anscheinend sind wir mit diesem Mini-Granatenwerfer gar nicht mal so auf der falschen Spur gewesen. Da braucht man halt Schuss nach Schuss nach Schuss nach Schuss nach Schuss und muss draufballern bis zum Ende. Na, gucken wir mal. Mit der Sniper funktioniert's nicht, mit dem MG funktioniert's nicht. Wir brauchen diesen Mini-Granatenwerfer. Schauen wir mal. Ich hab gedacht, das wäre unser Ende. Können wir noch mal ein bisschen Munition nach? 12 Stück haben wir. Was zum Teufel ist das? Schieß auf den Wagen! Ja, geht zur Hölle! Neue Munition. Hoi.
Aber er war schon kurz vorm Außergefechtssetzen. Hast du es gerade gesehen? Er war schon kurz vorm Außergefechtssetzen. Die Räder hat er schon nicht mehr gehabt. Aber leider Gottes, nach dem vierten Schuss von der Rakete ist es dann beendet. Da haben sie uns. Ich glaube, wir müssen wirklich direkt an der Front stehen, um da zu schießen. Damit wirklich jeder einzelne Schuss sitzt. Ja, Freunde. So, warten wir mal, bis der ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und dann geht's los. Jeder Schuss soll sitzen. Gut, vielleicht sollte man nicht so sehr an der Front stehen. Ach du Scheiße, was ist das für eine Mission hier, bitteschön. Das ist unglaublich. Guck mal, wir machen so nämlich gar keinen Schaden. Das schaut gut aus. Boah, Alter, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ich kann es euch gar nicht sagen, Freunde. Das ist wirklich, 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 wirklich krass. Man sieht es als Zuschauer natürlich immer anders, aber Freunde, das ist wirklich die krasseste Mission im ganzen Metro-Level bis jetzt. Was zum Teufel ist das? Noch keine der bisherigen Missionen war so krass wie die jetzt. Hallo, wie werden wir mitnehmen? Ich glaube, wir haben's. Ach du Scheiße. Lang lebe das Reich. Ach du Scheiße. Ah, deswegen hatten die so rote Augen, weil das so ein Visier ist. Ah. Fürs Reich! Zum Sieg! Huiuiuiui, und da sind wir auch schon wieder im Hauptmenü. Das war die erste Mission vom Fraktionspaket. Wir waren auf Seite des Reichs direkt an der Front und das war mal ein Kampf, liebe Freunde. Es ist natürlich jetzt mittlerweile schon, ich denke mal, die 40 Minuten haben wir geknackt, also eine normale Folgenlänge geworden. Ich vermute mal, wenn man sich anstrengt von Anfang an, dann schafft man das sogar in der Hälfte der Zeit. Aber das war mal ein Kampf, der ist uns so in der Kampagne definitiv nicht untergekommen. Wir hatten die ein oder anderen Kämpfe, auch die ein oder anderen größeren Kämpfe, aber solch ein Feuergefecht wie das hier, das haben wir nicht mal zum Schluss bei D6 gesehen. Also alter Falter, da sind die Kugeln nur so geflogen in dutzenden Mengen und zum Schluss der Panzer noch
nochmal von der Brücke geschossen nach dem x-ten Versuch. Also holla die Waldfee, das war mein Einstieg in die DLC-Mission. Ja, jetzt bin ich nochmal viel gespannter, was da noch auf uns warten wird. Wir haben noch einige Missionen vor uns. Das Reich hätten wir mal besucht, auf Seiten des Reichs hätten wir mal gekämpft. Und in der nächsten Folge werden wir die Seiten vielleicht auch schon wieder wechseln und möglicherweise auf Seiten der roten Linie kämpfen. Man sieht's, auch dieser Kampf hat Dutzende Tote gefordert, aber auch Dutzende Anläufe von unserer Seite. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und muss mich nochmal entschuldigen, dass das hier so lange gedauert hat. Das hätte man bestimmt auch in einer kürzeren Zeit hinbekommen können, aber da habe ich mich wohl ein bisschen zu doof angestellt. Und auch das mit dem Panzer hätte man wahrscheinlich, wenn man... Gut, habe ich mir irgendwie gedacht, dass das funktionieren muss mit den Raketen. Aber wir hatten diese eine Mission mit dem Panzer, glaube ich, auch bei D6, wo wir auf die Räder schießen mussten. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Nichtsdestotrotz, der Panzerbärer entgleist da drüben und wir konnten das Reich retten. Dass ich das mal sagen kann, hätte ich auch nicht gedacht. Wir sehen uns wieder, liebe Freunde, und zwar in der nächsten Runde von Let's Play Metro Last Light Redux, und da kümmern wir uns dann um die nächste DLC-Mission. Bis dahin, tschüss!